So, was können wir jetzt Schönes Neues zubereiten mit der Bratpfanne? Okay. Erstmal. Ach, guck mal, ich habe Post. Was habe ich denn für eine Post gekriegt? Ich habe einen Muffin von der Zara gekriegt. Das ist doch auch schön. So, was bringen denn die Sachen jetzt? Okay. Ja, ist auch okay. Ja. Ach, den habe ich noch gar nicht abgegeben. Den auch nicht. Blaue Dahlia gibt 270. Wow, das ist schon eine Menge. Und ich verschenke das auch noch. Bin ich bekloppt. So, 2 Tage, ne? Erstmal wieder hier um die. Wenn ich die Tür, Eingangstür finde, um die Kühe kümmern. Sagen wir erstmal alle Kühen hallo. Ich starte mal kurz nochmal neu. Ich höre die ganze Zeit so ein Knistern. Ich weiß nicht, was das ist. Das hat sich so komisch angehört. Jetzt ist es auch weg. Habe ich auch keinen Muffin gekriegt. Nein, ich habe keinen Muffin gekriegt. Keine Post. Egal. Egal. Ja, was das für ein Knister war, habe ich nicht so ganz verstanden. Jetzt nochmal. Wieso müsst ihr denn alle ineinander laufen? Ich sollte sie öfters mal nach draußen bringen. Da gibt ja wirklich bessere Milch. So. Aber ich soll nicht hier rumlaufen. Ach, das kann dahin. Die Fasern brauche ich nicht. Ja, die Pflanzen wachsen und gedeihen. Und das bisschen Honig wieder fertig. Ah, blauer Dahlia-Honig. Ah, silberne Dahlia-Honig. So war das, meine ich das. Ach so ist das. Die zwitschen sich raus, die Kühe.
glaube, ich hätte davon noch keinen gemacht. Ja, ich gebe es auch zu, ich habe es ein bisschen klein gemacht. Muss ich mal größer machen. Der Ofen ist auf jeden Fall fertig. So, und das erste, was jetzt die gute Juri kriegt, die ist schon längst auf der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, ist ein Joghurt. Hier kann man den Tag besser starten mit einem Joghurt. Da ist er. Juri, bleib mal hier. Ja, bitte. Was sagt eigentlich mein Ranking jetzt gerade? Es ist genau auf C. Okay, ich glaube, es dauert sehr lange, bis es B ist. Was können wir denn Schönes machen heute? Mine muss noch gebaut werden. Ach, die Mine, der Stall muss gebaut werden. Oh, die wollen sie alle rauszwingen. Ja, ich glaube, ich mache das größer. Ja, ich glaube, ich mache das echt größer. Ich weiß, was wir machen. Wir gehen in die Mine. Ich habe heute Lust, in die Mine zu gehen. Vielleicht kann man noch den einen oder anderen Edelstein mal finden. Natürlich sollte ich auch ein Schwert mitnehmen, wenn ich schon in die Mine gehen möchte. So, du kannst aber weg. So, nee, das wollte ich auch noch machen. Ich wollte noch machen, vielleicht einen zweiten Stall und vielleicht eine zweite Scheune zu kaufen. Was kosten denn überhaupt die Tiere? Ja, geht dir auch gut morgen. Was kosten eigentlich die Tiere neu? Wir haben ja so ein paar wieder dazu gekriegt, die man kaufen könnte. Tiere. Okay, irgendwie nicht. Einfach nur Hühner. Okay, können die Hühner noch nicht kaufen. Ich dachte, wir könnten Schweine kaufen. Aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Dann gehen wir wirklich in die Mine jetzt. Ach ja, ich glaube, ich war schon lange nicht mehr in der Mine drin. Gott, wäre aber instant weg gewesen. Ja, ja. Wohin gehen wir denn? Was könnte sich denn lohnen? Ich würde sagen, ab der 20. Ebene. Ja, ja, ist ja okay. War kein neuer Edelstein. Kein Edelstein.
doch da. Ein Mondstein. Es hat nur doof, dass ich jetzt den Weg nach unten finden muss. Doofe Viecher. Ja, ne, wir machen, warte mal, wir machen das nicht so. Geh nochmal raus. Machen das doch ab 25. Und dann haben wir direkt so ein Vorkommen hier. Können wir nämlich hier nochmal gucken. Hier haben wir noch ein bisschen Silber. Aber das war's dann auch. Runter. Wow. Das passt ja. So, dann können wir auch direkt weiter runtergehen. Geh runter. Ach, Spinnchen schon ein bisschen aggro. Vor allem, wenn man das sich so anschaut hier. Wofür das ist, weiß ich auch noch nicht. Das ist ja nicht praktisch. Aber erstmal hier einmal die Lage inspizieren. Aber hier ist nichts mehr so weiter. So weiteres. Ich glaube, das könnte sich auch echt gut lohnen, wenn man Pepperonis züchtet. Und die dann, diese halt mit den Sachen halt kombiniert, dass man Sprengstoff basteln könnte. Und dann einmal alles wegbomben. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, weg. Dass man auf jeden Fall sehr viele Ressourcen daraus bekommt. Weiter runter. Ach, guck mal einer an. Zwei sogar. Na komm her. Dir so gedacht. Saft. So. Und weiter runter. Ach, wir sind schon auf Ebene 30. Dann gehen wir mal zum Eingang zurück. Schade, dass man in die hier noch nicht rein kann. Finde ich ein bisschen schade. Würde mir so gerne wünschen, dass man sich die anderen auch mal anschauen könnte.
Ist da noch irgendwas auf dem Weg? Nee, ne? Nee, nicht wirklich. Ach, guck mal. Ach. Ach, guck mal, Grashüpfer konnte ich noch fangen. Schön. Und weiter geht's. So viel Ausdauer wird es auch nicht verbraucht. Ich hatte erst überlegt. Guck mal. Der ist überlegt. Nochmal Bahn zu gehen, aber das nutze ich ja noch gar nicht. So. Wo ist er denn? Ach, wieder auf dem Weg nach Hause. Hatte sie schon die Bidolit? Hatte sie das schon? Nee, dann kriegt sie das jetzt. Dann kriegt sie jetzt Levidolit. Das ist so cool. Okay. Sie mochte es wohl. Und schade, dass sie immer nur ein Outfit haben bis jetzt. Belohnung beantragen. Zu viel gedrückt. Ah, den hatten wir noch nicht abgegeben, oder? Der kommt mir so unbekannt vor, dieser, der hier, der Labradorit. Mal gucken. Können wir mal gucken, ob das so ist? Ja. Ach doch, den haben wir doch schon abgegeben. So, wie sieht das denn aus bei... Nee, da, bei der Lilly. Okay, sie hatte den noch nicht gehabt. Dann kriegst du den. Was ist denn? Ach, zu Hause. Zu Hause sind Heimwerker-Tätigkeiten ausführen. Weil die Gute arbeitet ja von zu Hause aus. Ach, so ein Luxus hätte ich auch gerne. Hä? Ach so. Bitte, bitte, bitte. Oh, Raupi. Nein. Ah. Wo ist Raupi? Weiß nicht, magst du Hagebutten? Du magst Hagebutten, okay. Hab ich Glück gehabt. Ja, ich bin mal gespannt, wann die alles mal reinpatchen werden. Oder wie lange das ganze Zyklus zu dauern. Bis halt was Neues kommt. Mich graust das schon ein bisschen vor dem nächsten Jahr, weil sich die ganzen Feste und so halt wiederholen. Was schenken wir ihr denn zum Geburtstag?
Die hat ja auch diesen Monat Geburtstag, ne? Am 27. Ich glaube, das schenken wir ihnen einen Mondstein. Ja, das machen wir. Dann schenken wir ihr den Mondstein zum ihren Geburtstag. Das dauert ja noch ein bisschen. Dann bringen wir den jetzt mal weg und lagern den schon mal ein. Haben wir schon zwei davon. So, der kann auch weg. So, können wir doch wieder ein bisschen obsttechnisch doch was machen. Ach, obsttechnisch hier. Anbautechnisch. Wenn wir schon die Sachen haben. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich für irgendwas mal Butter brauche. Ein großer Brocken Butter aus gerührten Milch, Qualität Bronze. Daraus können wir jetzt eigentlich auch was machen. Die müssten noch auch haben. Dass wir bessere Ernte bekommen daraus. So. Werten wir mal wenigstens eins auf. Hä? Ach, habe ich gar nicht mitgenommen. Bin ich doof. Achso, warte mal. Nee. Bevor ich das jetzt kaufe. Kann ich. Na gut, lieber, dass ich doch bessere Ernte daraus kriege. Guck mal, ich hätte sogar noch Sprengstoff gehabt. Ist ja auch keiner von den Dorf wollte ich schon sagen, von den Bewohnern wundert, dass ich mich da mit Blüten teleportiere. Die Qualität von Früchten. Ne, Früchten brauchen wir gerade nicht. Obst. Ja, Obstbaum kann ich nicht. Also machen wir Saatgut. Ja. Ich glaube, Saatgut kann man nie was verkehrt mit machen. Frühjahr oder Winterpflanzen. Ich hätte echt Lust, noch mehr Schneeglöckchen zu machen. Einfach aus dem Grund, da habe ich auch noch was vom Frühjahr von. Aber bevor ich hier gar nichts mache,
So. Die machen wir jetzt noch. Dann ist auch Feierabend, was Pflanzen angeht. So. Sollte ja erstmal reichen. Irgendwie muss ich ja an Geld kommen. Das nächste, was morgen gekauft wird, sind Hühner. Und dann wird sich mal. Dann wird auch mal geguckt. Und dann wird auch mal geguckt, wie das halt aussieht mit den Eiern. Auch noch hier verarbeitet. So. Nee, dann machen wir das. So, hier ist noch nichts wieder fertig. Ach, geschlossen. Okay. Warte mal, haben die denn noch offen? Die machen alle um 17 Uhr zu, ne? Ja, die machen alle um 17 Uhr zu. Bis auf die Taverne. Die machen erst um 10 vor. Zu. Ja, ja. Was haben wir denn überhaupt noch an Blumen? Gar nicht mehr so viel. Dahlia, haben wir noch Dahlia? Orchideen haben wir so viel noch, ne? Denn noch eine Orchidee gebrauchen. Hier habe ich noch gar nichts geschenkt. Okay, sie hat schon eine Orchidee. Gut, warum nicht? Bürgermeister. Ah ja, sie liebt ja Orchideen. Kann man einfach mehr eigentlich die Sachen mehrfach verschenken und das gibt dann trotzdem einen Plus? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert und ich weiß auch gar nicht, ob das klappt. Ach guck mal, hier haben wir noch gar keine Orchidee geschenkt. Ja, dann machen wir das doch gleich mal. Ja, aber ihre Tochter. Sie mag nur essen. Ihre Liebe geht auf jeden Fall durch den Magen. Und Edelsteine. Ich halte es auf jeden Fall für besser, dass man sich mit den Leuten doch ein bisschen besser versteht. Was mit Raj? Der macht Kaffee. Raj macht Kaffee. Sie mag sogar Traum. Aber die Lea könnte uns schenken. So, warte mal, wir gehen erstmal zu. Ach, guck mal, sie kommt uns eh schon entgegen.
Ja, siehste, es ist perfekt. So. So will ich das doch meinen. So, komm her. Komm her. Komm her. Bleib stehen. Bleib stehen. Oh, wie großzügig. Vielen Dank. Ja, so. So einer bin ich. Hm. Hatte ich schon zu Hause. Nee, das machen wir jetzt nicht. Oh. Wie geht der denn nach Hause? Wohnt er nicht? Achso, nee, der wohnt da. Schon gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Da. Und du kriegst eine Orchidee. Ja, ich bin heute in großzügiger Stimmung. Heute bekommen auch die Leute, die halt selten was kriegen, Geschenke. Ja, danke. Sag doch einfach danke, Bürgermeister. Ist okay. Ich schenke dir gerne was. Hm. Haben wir ihr schon eine Orchidee geschenkt? Wo ist die denn da? Nee, dann kriegt sie auch eine. Es kann nur Vorteile bringen, den Leuten Sachen zu schenken. Aber sie ist ja unten an mir im Boot. So. Ach, sie ist am Angeln. Oh, das ist schön. Danke, dass du es mir geteilt hast. Yep. Yep, yep, yep. So, gehen wir mal in die Taverne rein. Und sagen mal den Leuten Hallo. Weil eh nicht so viele sind. Naja, sieh dir das an. Ich danke dir. Okay. Vielen Dank, Siegbert. Steht das jetzt echt da, dass der Monster-Essenz mag? Nee, natürlich nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, der hat ja am 4. Geburtstag gehabt. Ja, ich hab's verpasst. Ja, das ist doof. Ich weiß nicht, zu was das zählt. Ich habe das Gefühl, manche Sachen werden angezeigt einfach, die man verschenken kann. Achso, warte mal, wo ist denn Raj? Da unten. Ah, den muss ich schnell erwischen. Der will schon schlafen gehen bestimmt. Ich muss den entgegenkommen. Toll. Ja, dann sollte ich aber auch den richtigen Weg gehen. Ich sage immer wieder, ich will diesen Sprint nicht machen, weil mir der auf den Sack geht. Und was mache ich? Ich mache immer noch diesen Sprint. Und trotzdem geht er mir auf den Sack. Bitte schön. Bitte, bitte, bitte. Ach, komm hier. Herzlichen Dank. Ja, ja, ja. So bin ich. So bin ich. So. Und jetzt machen wir das Übliche. Wo habe ich das denn noch nicht gemacht? In welcher Ecke? Ach, guck mal. Ein beschädigtes Huhn. Hm. Ey, so. Dass man das irgendwie sehen könnte, wo, also dass es was bringt. Weil das ist ja momentan nur reiner Zufall, dass ich da was erwische. War eigentlich noch so eine kleine, ach genau die. Noch so eine kleine Insel.
So. Das auch noch. Okay, das ist nur Müll. Nicht so schön. Ach, guck mal, silbernen Seetang. Bronze Seetang. Ein bisschen Glas. Kann man die Bäume eigentlich fällen? Nee. Palm kann man nicht fällen. Okay. Ach, guck mal. Ein Koffer. Naja, und noch ein Koffer. So, mal gucken. Vielleicht finde ich aber noch einen. Okay, ein bisschen mal nebenbei so auf die Uhr achten. Da ist nichts mehr. Ach. So, das noch und das auch. Und das. Ach, guck mal. Na, vielleicht finden wir was Schönes da drin. Bin ja mal gespannt, was da so drin sein könnte in den Koffern. Noch und das und zack. Ah, guck mal, hat doch schon gut die Ausdauer runtergehauen. Das ist mir immer wichtig, dass die Ausdauer nach unten geht. So, das heißt, wir gehen heute mal ein bisschen ins Bett. Denn ich hoffe, dass da gleich am nächsten Tag die Gebäude fertig sind und ich Hühner kaufen kann. Und das Gebäude wird direkt aufgewertet. Das habe ich mir schon vorgenommen. Und der wird lieber verkauft. Ja, der wird lieber verkauft. So. Dann wollen wir doch mal. Moment. Ne, Sand, Glas, Murex. Stachelig und hübsch. Gut. Da kann ich nichts mehr machen. Die wollen alle raus. Das kann noch verkauft werden. So, ein bisschen Hagebutte. Und dann gehen wir doch mal schlafen. So. Ab in die Haier. Ach, guck mal an. Oh, die Beziehung zu Alice hat sich echt stark verbessert. 5 Herzen.